Melanie C. aus Liverpool. Sie ist ein Superstar in des Wortes eigentlicher Bedeutung. Früher mal, da war sie ein Spice Girl, Sporty Spice. Oder, wie Kenner sich zuflüstern, die Einzige, die singen konnte. Von den Spice Girls hat sich Melanie längst freigeschwommen, ist jetzt auch solo mega erfolgreich. Und da trifft man natürlich auch andere Megastars. First Day of My Life, die Titelmelodie von Julia Wege zum Glück, hat ihr auch bei uns den Durchbruch verschafft. Übrigens, auch diesen jungen Mann soll sie recht gut gekannt haben, früher mal. Aber jetzt hat in ihrem Leben nur noch Thomas Platz. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist. Melanie C. Ja, herzlich willkommen bei uns in Deutschland. Wie gefällt es Ihnen hier? Wo waren Sie schon überall? Ich war schon in so vielen Städten in Deutschland. Ich war auf Tour in Deutschland mit meinem ersten, zweiten und auch mit diesem Album. Ich glaube, es gibt keinen Ort in Deutschland, den ich noch nicht gesehen habe. Ich finde es klasse hier. Es gefällt mir so gut. Die Leute sind alle sehr nett und ich werde hier so gut unterstützt. Früher waren Sie mit einer Band unterwegs, mit lauter anderen netten Mädels. War das nicht lustiger als alleine? Das war auf jeden Fall ein ganz toller Teil meines Lebens, den ich niemals vergessen werde. Ich bin sehr stolz drauf, auf all das, was wir erreicht haben. Aber irgendwie ist das irgendwas aus meiner Vergangenheit. Ich habe da sehr viel gelernt, natürlich. Aber jetzt, es ist wirklich toll, frei zu sein, ein Individuum zu sein und wirklich das machen zu können, was nur ich will. Ich arbeite viel mit Jungs zusammen, was sehr interessant ist. Alle in meiner Band sind Jungs. Das ist wirklich klasse. Eine sehr dynamische Gruppe und es macht unheimlich viel Spaß. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, die Spice Girls waren definitiv die erfolgreichste Mädchenband aller Zeiten. Glauben Sie, wenn Sie jetzt so zurückblicken, dass Sie eine ganze Generation von Mädchen beeinflusst haben? Das war auf jeden Fall eine Zeit, in der viele Veränderungen stattgefunden haben. Das ist damals halt alles passiert. Und wenn man jetzt über Ideale spricht zum Beispiel, das haben wir wirklich sehr ernst genommen. Wir wussten, dass wir sehr junge weibliche Fans hatten damals. Deswegen glaube ich schon, dass sich viele junge Mädchen von uns haben inspirieren lassen. Es gibt so viele Themen, die wir angesprochen haben. Und in den 90er Jahren, da war das wirklich eine Zeit, in der wir wirklich überall im Stand. Das war klasse. Als es vorbei war mit den Spice Girls, hatten Sie doch, glaube ich, eine Menge Probleme. Das war schon ein ziemlicher Einschnitt in Ihrem Leben. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Zu jener Zeit, da hat sich unheimlich viel in meinem Leben und auch in dem Leben der anderen Spice Girls geändert. Wir sind sehr viel gereist, waren ewig unterwegs, weg von der Familie, von den Freunden, hatten unglaublich viel Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit. Und das war wirklich eine wahnsinnige Erfahrung, schwierig anzunehmen. Als wir dann durch Amerika getourt sind, wurden zwei Mädels schwanger und deswegen hatten wir natürlich eine natürliche Pause sozusagen. Ich habe dann mein erstes Soloalbum aufgenommen und ich habe das als Chance gesehen, wirklich mich auszuruhen und über alles nachzudenken. Ich habe nämlich zu jener Zeit der Spice Girls mich gar nicht um mich gekümmert und da bin ich halt in eine Depression gestürzt, ein paar Jahre lang. Ich hatte auch Essstörungen. Und man weiß natürlich nicht, ob diese Dinge auch passiert wären, wenn die Sache mit den Spice Girls nicht gewesen wäre.
Aber man muss halt mit den Sachen umgehen, die passieren. Man muss versuchen, damit umgehen zu können. Und am Ende war ich dann wirklich glücklich. Ich habe mich sehr viel besser gefühlt und diese ganzen Erfahrungen haben mein Leben beeinflusst. Mein Leben, ich jetzt selber habe mich verändert und ich fühle mich jetzt viel stärker und weiser. Ganz unter uns eine Frage. Wir haben vorhin einen jungen Mann in diesem Video gesehen. Also ich meine, diese Sendung hat nicht besonders viele Zuschauer. Insofern können Sie es mir verraten. Wie gut kannten Sie Robbie Williams? I thought that this was a serious show. Ich habe gedacht, das war eine ernste Fernsehsendung hier. Also, ich habe so viele andere Künstler kennengelernt und Robbie habe ich natürlich auch ein paar Mal getroffen. Aber nichts, was erwähnt wäre. Ich bin eine Lady und ich sage nicht so viel. Die Lady schweigt und hat hoffentlich genossen. Ihre neue Platte heißt Better Alone. Das ist aber kein Motto für Ihr Leben, oder? Auf gar keinen Fall. Aber es gibt natürlich eine Zeit in unserem Leben, wenn wir besser alleine dran sind. Dieser Song hat mich auch inspiriert aus meinen eigenen Erfahrungen, einer Beziehung, in der ich war. Und wichtig in diesem Song für mich ist, als er geschrieben wurde, dass ich gewachsen bin an den Dingen, die passiert sind. Ich habe gelernt, bodenständig zu sein, auf meinen eigenen Beinen zu stehen, unabhängig zu sein. Und das ist wichtig und das sollen die Leute aus meinem Song lernen. Wir freuen uns jetzt sehr, Sie gleich zu hören. Darf ich Sie auf die Bühne bitten zu Ihren Musikern? Die Fans von Melanie C. sollten schon mal den Videorekorder anwerfen, denn Melanie C. spielt heute bei uns in bewährter Manier, nämlich live und unplugged. Das sehen Sie fast bei